Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Agnes Johanna und heute möchten wir Aquarell malen zusammen. Und zwar diese kleinen Honigbienen, die um den Honig herumschwirren. Das ist, wie gesagt, mit Aquarell gemalt und ich hoffe, du hast ultra viel Lust dazu, das mit mir zu malen. Die Skizze gab es wie immer für meine Newsletter-Abonnenten im letzten Letter. Falls du noch nicht angemeldet bist, dann tu das schnell, dann kriegst du die für die nächsten Tutorials nämlich frei Haus geschickt. Die sind nämlich kostenlos, beziehungsweise kosten sie deine E-Mail-Adresse. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, genau. Wenn dir irgendwelche Skizzen fehlen, du kannst gerne in meinen Shop springen und dir dort die Skizzenpakete kaufen, die du vielleicht nachmalen möchtest. Das ist alles so nach Monat sortiert. Also für jeden Monat habe ich quasi ein kleines Skizzenpaket. Und da kannst du dich einmal umsehen. Vielleicht gefällt dir ja noch irgendwas anderes aus dem letzten Jahr oder so. Und ja. Dann würde ich sagen, entlasse ich dich jetzt in dieses kleine süße Video und wünsche dir viel Spaß beim Mitnachmalen oder dich inspirieren lassen, was auch immer. Und denke mal, ja, hoffe mal, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, ciao! Ja. Also, ich habe diesmal diese LED-Dingsbums genommen, hier wie heißt das denn, diesen Leuchttisch, den habe ich mir tatsächlich bei Action gekauft, ich glaube für 13 Euro oder so. Werbung unbeauftragt. Funktioniert ganz gut, hat drei Helligkeitsstufen und falls du wissen möchtest, wie man sonst noch so seine Skizzen auf Aquarell bekommt, verlinke ich dir hier einmal das Video mit den drei Möglichkeiten, wie du deine Skizze aufs Papier bekommst. Ja, hier übertrage ich ganz grob, also ich zeichne jetzt hier bei dem Lavendel nicht alles ganz piekgenau nach mit diesen Blüten, sondern mache einfach nur so den Umriss, weil nachher mit dem Aquarell möchte ich gerne nass in nass arbeiten und das soll so ein bisschen verlaufen. Ja, jetzt habe ich das einmal mit meinem Radiergummi wieder wegradiert, also für dich nicht mehr sehbar sozusagen. Das war alles überschüssig. Ich sehe die Skizze noch recht gut. Wie gesagt, für dich etwas schwieriger zu sehen, ist aber nicht schlimm. Wenn du dir das so machst wie ich, also wieder quasi mit so einem Rollradiergummi wieder abnehmen, das was zu viel ist, siehst du es trotzdem noch. Das ist bei den Videos halt immer ein bisschen schwierig, da diese Skizze noch zu erkennen. Aber ich möchte auch klare Farben haben und ich möchte satte Farben haben und ich möchte die auch nicht mit dem Graphit allzu sehr vermischen, damit das nicht so zu dreckig wird. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ja, und ich fange hier an mit der ersten transparenten Schicht bei dem Honig und lasse das dann so nach und nach trocknen. Bleibe auch erstmal bei dem gelben Ton und gucke, dass ich erstmal alles, was so gelblich ist, erstmal male. Und ja, wie du das genau machst, ist eigentlich egal. Wie du jetzt siehst, fange ich hier an jetzt mit dem lila Lavendel. Da mache ich nass in nass, also erstmal so helles Malve und dann das ein bisschen feuchter und dann halt das dunkle Lilane dann da reintupfen und ein bisschen Indigo auch. Und so gehe ich hier diese einzelnen Lavendel nach. Wenn du wissen willst, wie man Lavendel so ganz locker flockig aus der Hand malt, verlinke ich dir auch jetzt hier ein Video. Da malen wir Lavendel in drei verschiedenen Arten und Weisen. Du kannst es also auch noch auf die sketchige Art und Weise machen und auch noch mit Transparenzen. Ich habe hier nass in nass gearbeitet. Ja, falls dich das noch interessiert. So. Jetzt lasse ich natürlich auch zwischendurch immer mal wieder was trocknen und ich sehe zu, dass ich die Sachen, die direkt nebeneinander liegen, dass ich die nicht direkt ja, nacheinander male, sondern immer eine Trocknungsphase dem davor lasse, damit das nicht so verläuft. Also bei manchen Sachen ist das ja gewollt, aber bei manchen Sachen halt eben nicht. Ja, groß was erzählen brauche ich dir, glaube ich, hier eigentlich nicht zu. Oder das, was ich erzählt habe, was ich erzählen wollte, habe ich eigentlich schon erzählt. Und im Endeffekt male ich das jetzt hier nach und nach aus. Und ja, ich spiele jetzt für dich ein bisschen Musik. Dann kannst du dem Prozess etwas folgen. Und ich denke mal, wenn ich noch was zu sagen habe, werde ich mich noch mal einklinken. Dann viel Spaß jetzt bei dem weiteren Ding.
So, hier gehe ich einmal mit einem Brushpen mit rein und das ist ein wasserfester und male das einmal hier nach. Also das hätte man jetzt auch mit dem Pinsel machen können, aber ja, warum? Ne, man muss es nicht allzu kompliziert machen. Sicherlich, wie gesagt, man kann das natürlich auch komplett mit Aquarell machen, aber hier habe ich mich des Brushpens bedient. Ja. Hier kommen noch ein paar Akzente rein, um diese Falten darzustellen, wie das dann so zusammengebunden ist auf dem Deckel. Und ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat, dass du Spaß damit hattest jetzt hier mit dem Honig. Ja, mal gucken. Ich plane auch so etwas noch als digitales Papier rauszuhauen, so mit diesem Honig, weil mir das so gut gefällt. Ich weiß noch nicht genau wie und wann, aber ich arbeite dran. Ja, noch ein paar Schatten und was wollte ich sagen? Ja. Ich bin mit dem Ding natürlich noch nicht ganz fertig, weil es war mir noch ein bisschen zu wenig. Deswegen habe ich hier mit den Feinlinern auch die kleinen Bienchen noch ein bisschen nachgezogen, um die so ein bisschen mehr ausdrucksstark hinzubekommen, dass das nicht ganz so verschwindet mit dem Hintergrund, auch gerade was die Flügelchen angeht. Und dann habe ich mich kurzerhand wie immer mal entschieden, das Ganze nochmal in der Sketching-Variante quasi dann doch auszumalen. Und deswegen habe ich hier einmal noch komplett einen Feinliner ein bisschen nachgezogen, das Ganze noch so ein bisschen, ja, kräftiger gemacht. Also ich liebe es, mit dem Feinliner nochmal außenrum zu gehen, ne? Ja, jetzt kommen noch ein paar Highlights dazu. Allerdings muss ich sagen, dass mich der Stift echt angepisst hat. Auf gut Deutsch, weil der wollte nämlich nicht so wie ich. Das muss man so drücken, dann kommt viel zu viel, dann malst du ein bisschen, dann kommt viel zu wenig. Also ich war mit den Stiften da nicht ganz so überein. Also ich hoffe, das nächste Mal wird es besser. Und ich hoffe natürlich auch, dass du nächsten Freitag wieder dabei bist und dich inspirieren lässt und mal mitmachst und wie auch immer. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche dann. Ciao!